Hallo zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier New Holland T6000 in der Version 1.0 und der Mod hat eine Größe von 14 MB. Ja, so sieht er aus. 112 PS, 175 Liter Sprit und 50 km/h hat er hier mal als Anzeige. Und ja, man kann hier die Felgenfarbe in den folgenden Farben ändern. Man könnte die Farbe in den drei Farben noch ändern, wenn man möchte. Und dann war es aber auch schon mit den Farben. Dann können wir die Konfiguration ändern mit Standard 400, also mit dem Frontgewicht zum Beispiel, Frontlader hier. Front, 400 Kilo, 600 Kilo, 800 Kilo, 1200 Kilo. Fronthydraulik mit Zapfwelle vorne dran. Und dann haben wir noch 900 Kilo Typ 2 und wieder Standard. Reifenersteller möglich mit Trelleborg-Reifen, mit Nokian-Reifen, Michelin, Mitas und wieder Trelleborg. Trelleborg mit Standard, mit umgekehrter Vorderräder, Gewichte, also Radgewichte, dann haben wir Breitreifen, dann haben wir Breitreifen nochmal, Pflegebereifung, hinter Zwilling schmal, Zwillingsbereifung hinten, nochmal Zwillingsbereifung hinten breit, Zwillingsbereifung normal vorne und hinten und wieder Standardreifen. Nokia geht nur mit Standardreifen, also mit Kommunalreifen praktisch. Michelin mit Standardreifen, mit umgekehrter Vorderräder, mit Radgewichten, breite Reifen 1, breite Reifen 2, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Standard. Mitas mit Standardreifen, mit umgekehrter Vorderräder, Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Standard. So. Design könnte auswählen hier Small oder Small in Plastik, also sprich hier die, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, hier diese Dinger da auf der Seite, ich weiß, in verschiedene Variationen könnt ihr das hier ausweiten. Ja, die Schutzbleche, genau, da könnt ihr drei verschiedene Variationen wählen. Dann haben wir hier Rundumleuchten, entweder eine rechte Seite oder Doppel. Balkenleuchte, ne? Und keine Rundumleuchte. Motorausführung 112 PS, 117 PS, 122 PS, 127, 132, 137, 150 und wird die 112 PS. Und hier ganz unten kann man noch den Frontlader hinzumachen. Ja, Alu-Konsole oder nein. So, ich habe natürlich schon wieder einen gekauft. Hier steht er schon wieder. SimLife ist auch wieder am Start bei dem. Kommen wir dann auch gleich wieder dazu. Wir gucken uns bloß mal kurz noch von außen an hier mit einer bisschen breiteren Reifenausstattung hier. So. So, innen drin die Hupe. Na, ich höre den Ding-Sound, den Luftdruck-Sound, kommt hier bei dem Gerät immer wieder vor. Na, vor allem beim Einsteigen dann kommt es vor, da kann man die Türen aufmachen hier. Wir können hier das Roller aufmachen. Wie immer halt SimLife hier am Start haben, sprich auch aktuelle Version, auch wenn ich jetzt hier jetzt nicht gerade die aktuelle Version habe, vermutlich, na, aber... Nur, dass ihr das mal Bescheid wisst, falls was irgendwas nicht funktionieren sollte, dann einfach die SimLife-Version updaten. So, gut, Spiegel funktionieren auch, zumindest sieht man, meint, oh, die funktionieren hier. Dann würde ich sagen, lass mal den Motor an. Wir haben hier im Display, ja, die funktionieren auch, hier der Hebel wird gedrückt, es werden auch beide Füße gedrückt, ja. Ich sag's euch gleich. Ja. Beide Füße sind im Einsatz hier. Ach. So. Funktioniert. Schläuche sind eingestöpselt. Soweit passt es hier. Belastungssound hat der Kleine auch. Passt. Sehr schön. Mal wegmachen hier. So, das funktioniert auch.
Gut. Wir hatten noch ein kleines Überraschung noch hier drin. Ich sag's mal einfach mal Überraschung. Das haben wir auch schon weich nicht mehr gehabt. Gangschaltung soll ich auch hier verbaut. Zumindest höre ich das hier so raus. Also Gangschaltungssound und auch Fahrsound ist drin. Ich mach mal noch kurz ein bisschen bei mir lauter. So, jetzt. Na, Fahrsound ist verbaut, Gangschaltungssound ist verbaut. Viele Luftsounds sind verbaut. Rundweichten funktionieren auch hier. Sehr schön. Gehen wir mal kurz in die Nacht rein. Einmal Licht. Na, funktioniert. Ah, okay. Kennzeichenbeleuchtung wäre da, aber kein Kennzeichen. Zweimal Licht funktioniert auch. Dreimal Licht funktioniert auch. Viermal Licht geht wieder alles aus. Hier drin gehen noch ein paar Knöpfchen an. Ihr seht jetzt hier, wenn ich durchschalte, das Licht, das funktioniert auch prima. Kein Problem. Blinker hört man. Man sieht es hier außen auch blinken. Funktioniert also auch. Warnblinker hinten und vorne funktioniert. Sehr schön. Logdatei. Jetzt kommen wir hier zu der Sache. Lua Call Stack ist drinnen hier. Da gibt es wohl noch einen kleinen Fehler hier, wie es aussieht. Ne? So, wenn ihr ihn dann wie immer trotzdem haben wollt, sorry, meine Stimme gerade eben, könnt ihr ihn ohne Probleme wieder an dem Link in der Videobeschreibung wieder runterladen. Da kommt er dann zum Download und dann könnt ihr mit auch schon loslegen. Gut, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal, hoffe ich doch mal. Bis denne, macht's gut und ciao.